Infinity Ward. Activision. 50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West. Destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small... Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. You think this will stop the bloodshed? Вы все равно скоро сдохнете. Ja, hallo, schöne Facebook-Community, hier ist wieder euer Baum und 21.03. Ich begrüße euch bei der ersten Folge zu Let's Play Modern Warfare Singleplayer. Ja, dann legen wir auch wieder richtig gleich los. Und checken nochmal ganz kurz die Optionen. Sollte sie hinhauen. Und ja, neues Spiel. Erst die guten Neuigkeiten. Die Welt ist im Top-Zustand. Ein Bürgerkrieg in Russland. Loyalisten der Regierung gegen Ultranationalisten-Rebellen und schlappe 15.000 Atombomben. Also nur ein normaler Arbeitstag. Khaled al-Assad, im Augenblick der zweitmächtigste Mann im Mittleren Osten. Es heißt, er hat das Öl, hier der King zu werden. Die Aufklärung hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die schlechten Neuigkeiten? Heute stößt ein neuer Typ zu uns, frisch aus der Grundausbildung. Er heißt Soap. Schön, Sie zu sehen. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. So, dann machen wir das mal. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr. Doch noch die Steuerung. Müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Bewegung, zack, 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 der geht ein, aus. X. 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 Kampf, Nahkampf, das. So. Schießen Sie jetzt auf. Zauberhaft. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Holz, nee, davon lassen wir uns gar nicht aufhalten. Wie gesagt, also ich begrüße euch erstmal zur ersten Folge aus der Modern Warfare-Reihe und hoffe, dass die, die nicht so viel mit Singleplayer dann zu tun haben, auf jeden Fall Spaß dran finden und auch die Geschichte dann versuchen zu verstehen. Spaß dran haben, sie auch zu verstehen und ja, hier wie gesagt gerade im Trainingsmodus ein bisschen rumgeballere zur Übung
um auch Tasten einzustellen und so. Jetzt holen wir uns gleich mal die kleine coole USP 45. Wechsel. Und wechsel. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als machen wir lieber. Mit dem Messer ist es noch schneller als beim Wechsel. Vergessen jetzt Bescheid. Zerschneiden Sie die Wasser. Jetzt haben wir hier Gabel, wer hat noch nicht? Zack. Sauber, Ihre Obsttötungsfähigkeit ist erstaunlich. Captain Price möchte Sie sehen. So, na dann legen wir mal los. Ich zeige euch auch ein bisschen die Gegend. Und da drüben befindet sich ein Haus, das ist glaube ich der Granatenübungsplatz hier. Seht ihr? War keine Sau da. Alle durchgefallen. So. Das nächste, das ist kein Springen, Ducken, Hinlegen, Platz hier zum Üben, wie man sich bewegt und so. Seht ihr hier? Ja. Und da drüben müssen wir hin. Und da geht's hier auch dann gleich los. Er ist der neue Sir. Nehmen Sie nicht so hart ran. Es ist sein erster Tag. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? So, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Ja. Gesundheit, sorry. Schiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Gas hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. So, na dann legen wir mal los. Ich denke mal, wir haben den Kurs so 2-3 Mal probieren, je nachdem wie gut wir sind. So, und los geht's. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. Geht los. An der Seil, wenn Sie bereit sind. Position 2, los! Treffen Sie die Ziele. Blendgranate durch die Tür. Position 4, treffen Sie die Ziele. Position 5, los! Und da haben wir ja 32. Sollten wir mal haben und das lassen wir auch. Darauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Gentlemen, die Frachtschiffmission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. So, wir nehmen hier, das ist die Leichtfläche, das ist schwerer. Seltener ist empfohlen, Wetterfall nehmen wir auf jeden Fall hier, weil es würde sonst zu lange dauern. Ich denke mal, wir spielen hier jedes Mal der Morphe auf Soldat durch. Da werden wir auf die Probe gestellt und das ist eigentlich ganz gut. Jupp, und los geht's. Bravo Team, die Infos kommen von unserem Informanten aus Russland. Das Paket ist an Bord eines Frachters, Estland Registriernummer 52775. Ein paar Mann Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Ja, dann sind wir hier auf dem stürmischen Weg zu unserer ersten Mission auf einem Schiff. Wie gesagt, was wir da zu tun haben, verrate ich euch noch nicht. Guckt euch einmal lieber mit an und also ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache. So, sieht auch gut aus. Und Spaß macht ohnehin immer. Los geht's. So, gehen wir hier an Seil und ab die Galerie. Guten Morgen! Zack. Soffene Schwein. Hier ist einmal ein Laptop. Hier, das sind übrigens Laptops. Damit kann man hier Cheats freischalten, die wir auf jeden Fall nicht aktivieren werden, aber sammeln tun wir sie trotzdem. Gut, weiter geht's. Hier kommen wir her. Dann geht's hier wieder raus für uns und weiter. Verteilen,
3 Meter Abstand. Kannst du das nochmal bei der Steuerung gucken, Leute? Ja. Okay. Waffenfreigabe. Kapiert. Ziel erledigt. Deswegen, wir brauchen immer was machen, Leute. Wir kommen dann später noch richtig zum Einsatz. Wir lassen ja erstmal die anderen noch Spaß haben. Und dann geht es hier gleich voll los. Und Abi Galabi. Und dann kommt schon unser Freund. Schönes Ding. Spare ich mir für den Nahkampf. Verdammt richtig. Auf ein Zeichen. Los! Überprüft eure Ecken. So, hier der eine mit der Schrot, die. Ist auch mal frei. Sicher. Recht sicher. Hier hinten ist anscheinend auch frei. Vorwärts! So. Recht sicher. Treppe gesichert. Alles Roger. Einmal runter, einmal vor und zack. Schöne Granate vor. Zack. Hier haben wir noch eine Blendgranate. So. Gang gesichert. Überprüft eure Ecken. Bereit, Sir. Vorwärts! Und weiter geht's. Bereit halten, auf mein Zeichen. Bin bereit. Blendgranate, los! Los! Steg sicher. So, noch ein Laptop. 3, 2, 1, haben wir schon 2. Hoch zu mir! Vorderer Bereich sicher. Keine Ziele in Sicht. Vorwärts. Hier scheint alles safe zu sein, ja. Machen einfach mal vor, hier kam noch immer wirklich aus der Ecke gehuscht, wie Houdini ist er auf einmal aufgetaucht, jung. Aber Leben tut er nicht mehr lang, oder? Gelebt hat er nicht mehr lang. So, ja, hier in der hier ersten Folge ein bisschen wenig gekasselt von mir, um euch einfach den Anfang und die Videos und auch die Sprache, worum es ja eigentlich geht, eigentlich zeigen zu wollen. Es wird auf jeden Fall mehr werden ab der zweiten Folge, das verspreche ich euch. Nur, ihr sollt ja auch was mitkriegen. So, springen wir mal ganz kurz hier runter. Und so. Mitgenommen. Zwei bereit. Eins bereit. Auf ein Zeichen. Los! Hier haben wir auf jeden Fall den Blendgranate abgekriegt. Aber überlebt haben wir es, das ist schon mal gut. Hier haben unsere Kollegen, die von der Seite angegriffen wurden, gleich mal beschützt und dann gleich nochmal. Lassen sich alle wunderschön beschießen, seht ihr das? Wirklich herrlich. So, hier vorne scheint noch einer zu sein, Leute. Mit dem Messer abgekillt, so wie es sich gehört. Hier Captain Price. Hier unten noch einer. Zack.
So. Alles okay? Kapiert. Ich empfange starke Signale, Sir. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Okay. Das sollte ja reichen, um... Wir haben es gefunden. Ja. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch. Nein. Nehmt mit, was ihr könnt, und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell. Vermutlich Mix. Hauen wir ab. Zug, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Alles klar, alle mal nach oben. Pronto! Warcraft-Griffen, wie ist euer Status? Abhauen müssen wir jetzt, abhauen. Feindliches Flugzeug näher. Ui. Und da hat's schon geklappt. So, jetzt habe ich mich so gefragt beim ersten Mal durchspielen, zwar kommt hier irgendjemand, um mir hochzuhelfen, aber da ist ja schon der Price und zack! Uns auf dem Weg alles zusammen. Ui. Wir müssen auf jeden Fall schnellstens heraus, sonst werden wir uns fühlen wie in der Titanic 1912 und das wäre ungünstig, weil wir gerade am Anfang des Spiels sind. Raus aufs Deck und jetzt nur noch in den sicheren hoffentlich Heli springen. Hier oben ist er. Er will uns abholen und zack. Und da sinkt unsere erste Mission dahin. Ja, jetzt kommt noch eine kleine Vorschau, um euch eigentlich bloß zu zeigen, wie das Spiel oder wie dieser Krieg anfängt. Hier ist erstmal Infinity War präsentiert. Call of Duty Modern Warfare. Ein Wagen kommt. Weiterverfolgen. So, ich schaue mich für euch mal um, sozusagen. Ich will eigentlich das irgendwas sagen, ich schaue für euch durch seine Augen.
und die letzten Momente. Jo. Noch ein bisschen informativer zu machen. Ihr seht, eine trockene Wüsten-Gegen-Wüsten-Stadt. Und hier wird gerade auf jeden Fall aufgeräumt, um hier jemanden Neues an die Macht zu bringen. Ihr seht da drüben. Das ist wirklich, wirklich krass. Wenn man bedenkt, dass das heute auch irgendwann noch auf der Erde Fakt ist, dass Leute so behandelt werden, ist es schon traurig. Deswegen habe ich, sage euch, auch die komplette Reihe wird eine traurige und emotionale Reihe werden, weil wirklich man es nicht zu fassen ist. Hier kommen die Truppen schon wieder, naja. Da fahren wir durch eine enge Gasse, wo sich auf jeden Fall wieder hier versuchen, Leute zu verstecken, ihre Morgenzeichen hier an die Wände zu sprayen. Ja, und mit diesen Kötern werden wir es nicht mehr heute, aber auch in den nächsten Gameplays zu tun bekommen. So, das ist auch eine krasse Szene hier, Leute. Guckt euch das an. Überall Panzer. So, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo hier die Geschichte ihren großen Anfang hat oder ihren ersten emotionalen Anfang in den traurig aber wahren Krieg begehen wird. Was zur Aufnahme dieses Spiels. Es ist Montagmorgen, eher habe ich es nicht geschafft aufzunehmen. Die Folge kommt auf jeden Fall heute auch noch. Wie gesagt, es wurde heute frisch ab 9 Uhr früh wurde es hier aufgenommen. Von daher entschuldigt bitte ein paar Satzbaufehler während des Redens von mir. Ich bin noch nicht ganz wach. Kaffee habe ich auch noch keinen getrunken, weil ich euch sowieso gleich die erste Folge so schnell wie möglich liefern will. Ich bin heiß, euch die erste Folge Modern Warfare hier zu bringen. Und ja. Wie gesagt, hier kommen wir jetzt zu unserem Standort, wo der Krieg seinen Anfang oder seinen Anfang nehmen wird.